Okay, hat es angenommen. Das ist gut. Wo hat er noch eine Armee, dass er... Muss er irgendwo muss er noch was haben, nicht wahr? Ne, wir ignorieren dich. Ja, wir haben 1800. Wie viel kostet diese Armee eigentlich im Unterhalt? 3715. Brauche ich das noch? Ich könnte es abreißen, Pferde machen. Wildreiter. Wir lassen es stehen. Ich bin nicht sicher, was ich machen will da. Wir lassen es einfach nicht. Nee, wir lassen es nicht stehen. Ich habe eine Idee. Haben wir nochmal so einen, wo wir mehr... Wow! Reichweite plus 12%. Hallo, mein neuer Freund. Also. Wohl, wie man das... So, so, so. Und so. So. Immer noch bei sehr gering. Es ist einfach nicht so geil. Sigma's will approach his friend. Ja, aber du bist eh fast tot. Champion of the lady. Do you wish the lady? Ich meine, wir zwei haben super toll. Und wenn ich meine, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wenn er das noch einnimmt. This action does not have my... I will hear your petition, but... Lady of the Glade. Proud son of Athaluran. Highborn. Ich weiß nicht, wie es dem Imperium gerade geht. Ich weiß aber, dass wir in der nächsten Runde 10% mehr Munition haben für alle meine Bogenschützen. Ja. Das haben wir erforscht. Wunderbar. Okay, er ist zurückgegangen mit seinem Männlein. Komm, bitte nächste Runde. Von nicht mehr von sehr gering, sondern auf gering. Bitte auf gering. Nee. Voll doof. The forest calls. Ja, in der nächsten Runde können wir das hier machen. Das ist sehr, sehr nice. Orion, the hunt calls. Wir setzen uns da mal kurz rein. Can I offer assistance? Dann sind wir nachher im Minus, aber das macht nichts, weil wir das für ein paar Runden überbrücken können. So. Dann brauche ich unbedingt die Wildreiter. Das heißt, in 5 Runden kann ich die machen.
Das hier haben wir in der nächsten Runde ausgebaut. Obwohl ich dann eigentlich noch warten müsste. Nicht wahr? Das ist alles Skaven. Die Zwerge haben sich noch nicht getraut weiterzuziehen. Die Menschen sind da im Gebirge am Sterben. Muss ja eine erfolgreiche Expedition sein. Was genau hast du ausgewählt? Also was meinst du mit ausgewählt? Okay. Erklärt mir den Krieg. Im Skillbaum vom General. Ich habe eingestellt, dass die Bogenschützen, die ich rekrutiere, mehr Schaden machen. Alle Einheiten von einem bestimmten Typ, also machen dann mehr Schaden in seiner Armee. Und das ist in diesem Fall sind das die Bogenschützen. Und der denn her? How can I assist you? Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, wo die Tiermenschen auf einmal wieder herkommen. Aber die sind stärker, glaube ich. Orders? Muss irgendwas Starkes muss ich in die Armee bauen, weil sonst verliere ich das. Das müsste ich eigentlich mal langsam einnehmen hier. We have met before. God King of the Deep Wood. You need me? Welcome to the Hall. Immer noch sehr gering. Wenn ich wenigstens auf gering käme oder so, würde das gehen. Also. Brauch mehr Ländereien, ja. Und das bei der Munition top. Ja, ich richte halt möglichst viel auf Bogenschützen aus, was einfach am meisten Sinn macht. Aktuell habe ich ein Problem. Ich kann mein Reich nicht verteidigen und ich komme nicht schnell genug an genug Bernstein ran, um alles so auszubauen, wie ich das hoffe. Ich müsste mich eigentlich mit meinen verbündeten Waldelfen in dem Dings verbünden, damit ich mehr Truppen führen kann. Ich ersuche meine Verbündeten. Dich. Und dich. Ihn zu töten. I live to serve Ariel. Honor before glory. Devotee of the Lady. You honor me. I thirst for the hunt.
Lord of Bretonnia. What is your behest? Wenn ich ihn hier angreife, greift er mich sofort hier an. Schafft er es bis hierhin in einem Atemzug? Ich denke schon. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange es dauert, bis ich ihm den Krieg erklären darf. What vile filth stands before me? Drei Runden müsste ich noch warten. Master of the Wild Hunt. My will is yours. Away I go. Marahu, Geld. Wehe, nein. Oh Mann, es ist nicht geil, wie lange es einfach negativ bleibt. Es ist auch absolut hirnrissig, dass du mir den Krieg erklärst. Es macht null Sinn. Warum? Ich habe ihnen Geld gegeben, dass sie mich mehr mögen. Ja, ich habe das Imperium... Das ist so ein dummes System. Es nervt mich halt wirklich. Mit dem Imperium verbündet, mit den Waldelfen verbündet. Die Waldelfen oder das Imperium führt Krieg gegen den anderen. Und ich habe eine diplomatische Strafe weit mehr als 10 Runden. Das ist locker schon, geht locker schon in Richtung 20 Runden. Und ich bin von sehr gering noch nicht mal auf gering gefallen. Und ich habe keinen Fehler gemacht. Glade Lord, at your service. I stand defiant. Die Skaven sind hier. Das erkenne ich daran. Immer noch auf sehr gering. Es ist doch nicht tragbar. Who calls? Deliver your missive. What? Deliver your missive. Also die Einheiten sind mega cool, aber irgendwie macht mir gerade einfach den Dings, macht mir ständig einen Strich durch die Rechnung. Ja, ich bin keine Bedrohung. Ich bin einfach keine Bedrohung. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Sobald ich Kontakt mit den Hochelfen habe, dass die direkt auf mich losgehen. Davor hatte ich Angst. Berechtigt. My lady informs me that der lief an den Bretonen vorbei sogar. Uff, oh Spiel, jetzt gehst du mir aber wieder auf den Senkel, hey, das ist ja nicht mehr normal. Er läuft über Bretonengebiet. Warte mal ganz kurz. I am the blood of sheep. Ah, die sind nur im Krieg mit denen, aber nicht mit den anderen. Angenehm. Bewege einen Charakter in folgenden Provinz. Proud son of Athaloran. Going forth. Okay, wir machen das kurz. Ich versuche das Minus aufrechtzuerhalten mit Plündern und so. Okay, Horn und ein Bernstein. Oh, drei Bernstein.
Protector of the forest. They will be stopped. Wohin willst du denn? Skaven angreifen oder was? Sind wir jetzt schon immer noch auf... Das ist abartig, oder? Wenn ihr auf YouTube das Ganze guckt, ihr dürft gerne mal in den Chat reinschreiben, ob das einfach, ob es zu viel ist oder nicht, oder? Ich meine, euer Feedback. Gerne in die Kommentare. Im Chat dürft ihr es auch gerne reinschreiben, ob das übertrieben ist mit, wie lange die Strafe hält. Ja, du nimmst es ein, ich weiß Bescheid. Das will ich machen. Ich habe als Waldelfen ja auch niemanden, der mich mag. Nicht mal, ich kann mich auch niemanden... Mit niemandem was machen. Mit null Leuten. Ich habe zwar im Forschungsbaum mich mit den Bretonen gut gestellt und mit dem Imperium gut gestellt und mit sehr vielen Fraktionen, aber trotzdem mögen mich alle nicht. Und der Knackpunkt, der Kipppunkt war halt eben, dass ich mit niemandem über mehrere Runden was heftig ist. Nee, das ist Konföderation. Okay. Ziemlich viel Artillerie da drin. Wir haben Fett Minus gemacht. The forest is whispering. The deep wood stirs. How can I assist you? These are dark times. Ich weiß nicht, wie groß die Armee ist, die drin ist, aber wenn... Ah, okay. Muss gigantisch sein. Als nächstes nimmt er mir das, dann bin ich noch heftiger im Minus. Er. You know nothing. Also wir machen die Ausländer kurz kalt. Dass ich von sehr schwer runter auf schwer wollte. Weiß ich nicht mehr, ob ich das noch gesagt habe. Keine Ahnung. Also ich frage mich halt, warum das so lange dauert. Das ist ja ein wesentlicher Bestandteil von dem Spiel, ne? Sie sehen sie nicht.
Zumindest ein Teil davon sehen sie nicht. Und ich versuche es jetzt einfach näher rankommen zu lassen, dass wir dann die Distanz-Einheiten zerstören. Und sehen sie die jetzt? Sind doch nicht sichtbar. Let's go. Es geht mir darum, dass die Artillerie nicht so viel reinballert. Sehr gut. Der größte Teil der Artillerie ist ja tot. Ja, mach sie komplett alle. Bitte darum. Okay, sie fliegen gleich vollständig, sehr gut. Sehr schön. Also die sind eigentlich gekillt. Du darfst noch kurz die 10 töten. Ich würde halt echt gerne die hier noch fertig machen. General ist mir relativ egal. Das ist mir auch egal. Das ist ein Kriegswagen-Mörser. Ja. Die müssen halt eigentlich kaputt gemacht werden. Den General nicht vollständig töten. Also es ist relativ viel verblieben. Ich hoffe, dass ich jetzt nach dem Angriff diplomatisch was machen kann, was ich natürlich nicht kann, weil es wieder sehr niedrig ist. Es ist zum Kotzen. Also. Wir brauchen Geld. Okay, wir lassen sie frei. Sie bewegen sich zurück. Impossible. Not possible. Gut. Wir fragen mal ganz lieb an. Möchtet ihr denn überhaupt noch weiterhin Krieg gegen uns führen? Ja oder nein? I will listen, but my time is short. Ja. Ich helfe euch gegen die. I don't agree. Nicht cool? Nicht cool? Okay, nicht cool. Dann eure Entscheidung. Freundlicher Diebstahl. Besseres Ausweichen. Auch besseres Ausweichen. No. The forest calls. I am called forth.
die Fragen nochmal. Möchtet ihr mit mir Frieden? Nein. King in the woods. Dankeschön. Nimm das Geld. Away I go. Lord of the Aswang. I will make it so. Onward. Zweimal kann ich sogar. Immer unsterblich. So. Und die Frage nochmal. Möchtet ihr mit mir Frieden schließen? Ich helfe euch sogar gegen diesen blöden Stamm oben im Norden. Ah, er kommt mit zwei Armeen angerannt. What the fuck? Ja, gar nicht. Ich zieh den mal zurück. Ich mach hier noch ein Bild, hier noch Einheiten aus, weil. Ich bin übrigens bei minus 1 Bernstein. Gargazon ist komplett vernichtet worden. Oh, die Weltenwanderer und der Stamm, die haben eine Konföderation gebildet. Dubadol. Dubadol, Dubadol. Ist die immer noch leben? Ist die niemand getötet? Ja, ich weiß Bescheid. Noch weniger Geld, noch mehr kaputt. Die ist ja ganz toll. Schlacht und wir nehmen das ganze Geld. Jetzt sind wir wieder bei 10.889. Okay. Wenn man noch mehr Nahkampf, wir machen die einfach zu echt starken Helden. Noch mehr raushauen. Oh, Reichweite aller Armeen. Ja, alle Einheiten, Entschuldigung. Dann streichen wir den hier raus. Stattdessen nehmen wir den rein. Kommen nämlich meine Truppen noch weiter. Und den einen Unterschied, das macht ja jetzt nichts. Und so. Und ich glaube, den streichen wir. Ich brauche die zwei Truppen nämlich nur. In der nächsten Runde machen wir das noch. Die Skaven sind hier unten halt echt ein Problem. Und der Bordelot könnte durchaus gewillt sein, mich jetzt auch anzugreifen. Die Möglichkeit besteht. Frieden verhandelt. Die und die? Am anderen Ende der Welt. Okay.
Immer noch sehr gering. Es, ich finde es nicht normal. Entschuldigung, finde ich nicht. Finde es nicht normal. Zu viel. Ready. Glade Lord. Bitte? Was? Nein, da muss noch was kommen, oder? Da greift mich safe noch was an, von irgendwo. These beasts call themselves hunters. Do they not know they face Orion, Master of the Wild Hunter? Their auras cannot protect them now. For I am charged with the spirit of Kurnos. Rage and destruction flow through me. Fall upon them as the howling winds fall upon the winter leaves. Show them that nothing can stand before the fury of the storm! Yeah, let's go. Let's go. Da ich davon ausgehe, dass da eh nochmal was angerannt kommt. Also wir können versuchen, hier oben uns zu platzieren. Okay. Im Prinzip hier, aber wenn halt von hinten was angerannt kommt, bin ich am Arsch, ne? Wir können auch einfach versuchen, voll drauf zu gehen. Ja, ich weiß schon, wie ich es mache. Platzieren die hier. Okay. Die platzieren wir hier. Ihn haben wir hier rein. Einmal Dryaden. Hier. Ne, komm. Einmal. So. So. Hier nochmal. So. So. Für alle Fälle. So. So. Und die noch in die Mitte. Let's go. Good luck, viel Spaß. Okay, das ist der Rest, der noch kommt. Ich verstehe. Ausbrut. Da sitzen die Tiermenschen ja auch. Ja, also. Spannend, spannend. Okay, werden alle niedergeschossen. Tot, 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 tot. Okay.
Blitzen einfach kurz drauf. Let's go. Ich dachte ehrlich gesagt, da kommt mehr. Aber das ist, glaube ich, eine der allerersten Missionen, die man hätte. Wenn man ihm halt möglichst schnell die Reiter gibt, nicht? Ja. Wieder ein bisschen mehr Geld, ist gut. Wunderbar, jetzt haben wir wieder Bernstein gekriegt, das ist auch sehr gut. So, Chance, Viehherrschaft. Und eine Fähigkeit, wunderbar. Lord of the Forest. Ready to serve. Protector of the Realm. Könnte versuchen, das zurückzuerobern, aber immer noch auf sehr gering. Ich meine, ich habe ein Bündnis gebrochen. Super. Wenn ich den Wald einen will. Das kann ich erst machen, wenn ich das hier eins upgrade, aber ich komme nicht mehr auf genug Bernstein. Ich komme nicht auf 10 Bernstein. Deswegen eigentlich sofort, wenn ich könnte, sofort. Ich kann gerade nicht. Can I offer assistance? Your orders are acceptable. Defender of Athelong. Jetzt müssen wir die Skaven hier zurückdrängen, weil ansonsten endet das sehr, sehr böse. Der kommt jetzt aber sicher nicht so weit, oder? Na gut. Was macht er eigentlich da? Ich verstehe nicht, was meine Verbündeten machen. Ich warte eigentlich auf den Moment, bis ich endlich Frieden schließen kann mit all den Nationen, wo ich eigentlich gar keinen Sinn macht, Krieg zu führen. Okay, ein militärisches Bündnis mit ihm. Gut, machen wir. Damit ich hoffentlich die 10 Bernstein kriege, damit ich die ewige Eiche ausbauen kann, dass ich das endlich vereinen kann, um genug Geld zu machen, um mehr Armeen zu bauen. Es sind nicht so viele, wie ich dachte. Eins hier. Bitte, das kann das... Also, es zählt nicht doppelt, glaube ich. Eins, zwei... Ja, okay, für fünf sind wir jetzt. God King of the Deepwood. Clear a path! The forest has spoken. Starting out. Switchen wir mal kurz hin und her. Jetzt dürfen wir eigentlich das hier abgeschlossen haben. Verfügt über 3 Einheiten des Tipps Wildreiter in der Armee des folgenden Kommandanten. Ja, sind tatsächlich 3. Ich habe jetzt extra nochmal nachgezählt. Sehr gering. Yes. Approach as friend and make your offer. The Empire. Greetings on behalf of the Empire.
Now what brings you? All right. Come then. Only Sigmar's god Ulrich can judge it worthy or no. I will not obey. So be it. Hmm? So, approach and make. Yes? Deliver your. Who called? The Celestial. Ich weiß nicht, was er hier unten macht, aber ich würde mal sagen, wir geben ihm eine neue Aufgabe, oder? Keine Ahnung, nimm Eilhard ein oder so, whatever. Also jetzt bin ich gespannt. Seine 50 Meter, 400. Die Artillerie ist so ein Ding. Die kriegen die schnell tot, das kriegen die schnell tot. Und in der anderen Armee haben wir Rattling Gunner, die sind heiß. Die müssen schnell niedergeschossen werden. Die Sniper kann ordentlich weit schießen, da müssen wir nochmal aufpassen. Ich finde das cool, dass meine Verbündeten von hier kommen und er von hier. Macht holy Sinn. Wir ballern hier einfach voll rein. Wir stellen uns relativ breit auf, so wie es geht. Wir müssen vor seiner Artillerie, vor seiner Dings aufpassen. Ja. Okay, hat er vergeben. Mehr hat er nicht. Eine, hat nur eine. Dankeschön für den Sa... Habe ich noch drin gehabt, aus irgendeinem Grund. Warte, die brauche ich hier. So. Glück, dass sie nicht die Bogen als Ziel genommen haben. Ja, tatsächlich lucky. Aber irgendwie muss ich meine Einheiten halt auch aufstellen. Obwohl ich jetzt hier ein bisschen mehr splitten kann, das stimmt schon. Wäre vielleicht besser gewesen. Wild Riders! Eternal Guard! Great Lord of Athaloran! Ready to serve. Oh nein.
shit. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit zwei die noch kriege. Ich denke nicht. Hat hier auch Rattling Gunner drin? Ah ne, das sind die Artillerie. Super, viele Steine vom Himmel. Alle. Ich habe die Todesläufer nicht kommen sehen. Ja, was wollt ihr die? Die laufen denen einfach komplett nach, um sie vollständig zu töten? Das waren Goldene. Das ärgert mich. Hier auch. Stufe 1 Golden. Und die kriege ich nicht mehr zusammen. Heal, ich kann die nicht. Ich kann ihm zwar heilen, aber ich kann keine Einheiten regenerieren. Das ist keine Vampirheilung. Die Nekromantie wäre in der Lage. Das, also ich meine, ich kann ihm Heilung geben, aber dann habe ich die eine Einheit, die geheilt wird. Mehr nicht. Bei Nekromantie zum Beispiel würde es aber gehen. Die Vampire könnten fast tote Einheiten wieder zum Leben erwecken. Ich will seinen Agenten töten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Artillerie, wie viele Nukes er noch hat. Ja, war ein knapper Sieg. Ein Baumschrat ist tot. Wie viele Bernsteine hatte ich eigentlich? Wenn es so ein Baumschrat kostet, mich ja Bernstein. Und wenn so ein Baumschrat stirbt, müsste ich ja theoretisch den Bernstein wiederkriegen, nicht wahr? Waldgard ist gestorben. Ja, gut, wahnsinnig schlimm ist das nicht. Das ärgert mich sehr. Das ist nicht so schlimm, wie gesagt. Es geht, wir sind glimpflich davongekommen. Hätte er die Bombe besser platziert, hätte das auch viel, viel mehr in den Tod reißen können.
Gott, eine Flinte. Nicht Angriffspakt. Also gut. If I had my way, the wild hunt. Ja nicht, ich zahle nichts. Zahle nichts, ganz bestimmt nicht. Malfunctions! Not Sky's will. Drei Schlachten muss ich mit ihm gewinnen. Hier minus 6 Einheiten. Das sieht man gerade. Welche Einheiten kosten mich das denn? Die zwei? Ah, und die wahrscheinlich. Ja, der kostet auch Bernstein. Lul. Glade Lord, at your service. Malfunction. Ich habe nie Unsterblichkeit gegeben. Stark, stark. Ready to serve. Also. Ich glaube, einer der sinnvollsten Dinge ist, wenn wir mit dem hier hingehen und das einnehmen. Ich denke, viel mehr sollte er hier nicht haben. Noch eine Armee in petto kann ich mir fast nicht vorstellen. Seine Artillerie ist vollständig tot. Ich muss echt aufpassen vor den Schleichern. Vor denen hier, die Todesläufer. Verdammte Axt nochmal. Wenn du die nicht kommen siehst, ne? Oh dear Lord. Die haben mir nämlich vorhin die ganze andere Armee auseinandergesäbelt. Den einen Trupp. Die waren dafür verantwortlich. Ich stelle sie etwas auseinander. Ich weiß nicht, ob er nochmal Artillerie, Dings hat, eine Nuke. Eigentlich dürfte er nicht so viele Nukes haben. Aber man weiß ja, wie der PC teilweise rechnet, ja? Okay. Deswegen. Alter, die siehst du nicht. Diese Distanz, die siehst du einfach nicht. Die Todesläufer sind absolut der Shit. Holy shit, was ist das denn? Grafikfehler. Ja, die Mage schadet aus mir. Das hingegen tut weh. Autsch.
Stopp, nicht, wollte ich nicht töten. Ah, oh, die fliegenden Pfeile. Okay. Hier, die Generäle, die können wir natürlich hochheilen, gesundheitstechnisch, ne? Damit in der nächsten Schlacht wieder mehr Lebenspunkte haben. Das geht, weil das ist eine einzelne Truppe. Aber Einheiten wieder überleben geht leider nicht. Leider nicht. Räume einfach das Bernstein-Simulator, hast du genug? Ja, mach ich. Das ist eine gute Idee. Oder so. Wir nehmen das Geld. Ah, wir haben ihn getötet. Kann ich nichts dagegen tun? Can I offer assistance? My journey begins. Sind Assassinen, nein, das sind Zauberer. Irgendwie tot, vor denen müssen wir uns in Acht nehmen, das ist das Einzige, was Distanz ist. So. Child of Kernos! Our bows are yours! Es ist ein bisschen scheiße, dass ich sie nicht alle so auf einem Haufen aufstellen darf, weil ich ja eigentlich hier eine Fähigkeit habe, wo ich ja den Schaden erhöhen kann. Die geht damit ja eigentlich ziemlich flöten, leider. Doch sehr dafür, dass er die Distanzkämpfe mal ausschaltet. Your orders? We are tireless. Swiftly. Hold. Isha. Ready to hunt. Das sind Sturmratten, die sind halt relativ gut gegen die Baumschrat-Einheiten. Deswegen ballern wir da einfach alles rein, was gerade geht. Damit er sicher mal tot ist. Sehr schön. Können die Beta auf die schießen, bevor sie anfangen zu werfen. Wow. Wenn man einfach Dinge falsch priorisieren kann. Das ist faszinierend. Ich stehe halt super close wieder beieinander hier. Quickly! Orders!
Der freundliche Kommandant ist gestorben. Voll oben drüber. Lul. So, 17 übrig. Dürfte eigentlich keine Armee mehr bilden. Ansonsten kann ich nochmal angreifen. Dann können wir die Stadt einnehmen. Und dann kann ich die Armeen wieder zusammenschließen. Und dann kann ich anfangen, außenrum Druck zu machen. Wir können die Skaven unter Umständen schnell angreifen. Ich sage aber jetzt schon, was passiert. Das Spiel merkt, dass ich sehr, sehr schnell die Skaven klein kriege, weil wir die Armee zusammensetzen und dann was machen. Und er wird mir Bordeloo auf den Hals schicken. Bordeloo wird mir den Krieg erklären. Protector of the Realm. Und ja, das wird ziemlich sicher passieren. Wir können versuchen, nicht Angriffspakt. Nein, guck, um keinen Preis. Um gar keinen Preis. Was ja absolut Banane ist.